diese Pläne vorgelegt werden, selbst noch studentischer Vertreter, und es ist eigentlich alles das eingetreten, was wir damals kritisiert haben. Also, dass keine klare Linie drin ist, dass im Prinzip eine sehr, sehr starke Verschulung, dass einem die Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung, zur eigenen Entfaltung genommen werden. Und es ist letztlich einfach ein ziemliches Chaos veranstaltet worden auf Kosten der Studierenden. Und auch wenn ich jetzt so Sachen höre wie 3+, nimmt man an der Schule, geht man auf von G9 auf G8 runter, an der Uni geht man dann einfach wieder von G3 1 hoch. Also das ist eigentlich so ein bisschen hinterher repariert, aber eigentlich ist das auch jetzt noch keine klare Konzeption, wie man es reparieren will. Und wenn die Studierenden eigentlich nicht wirklich massiv protestiert hätten, hätte sich auch nichts getan. Ich glaube aber, das ist nicht einfach so aus Versehen passiert, sondern da lag schon eine ganz klare Konzeption dahinter. Nämlich, man wollte hier in Baden-Württemberg, aber nicht nur in Baden-Württemberg, sondern es war eine Diskussion, die hat sich eigentlich durch alle Hochschulministerien im Land gezogen, in Deutschland. Man wollte sich sehr, sehr stark einfach am angelsächsischen Universitätsmodell ausrichten. Man hat dann eigentlich auch so Leitbilder von Universität entwickelt, die ähnlich wie in den USA, also dann sind Universitäten eigentlich Firmen der Wissenschaftsindustrie und okay, der Wissensindustrie. Das hat ja nicht funktioniert. Also, nein, es hat überhaupt nicht funktioniert. Also es ist auch... Was fehlt noch? Was muss jetzt nächster Schritt? Naja, also als erstes braucht es eine ganz klare Konzeption, wie man den Studierenden aus diesem Schlamassel raushilft, dass die Leute einigermaßen gut ihr Studium beenden können, auch jetzt mittendrin. Es braucht auf jeden Fall einen Rechtsanspruch für den Magisterabschluss, also für jeden, der den BA gemacht hat, dann auch der MA folgen kann. Und ich bin eigentlich dieser Diskussion um die Wiederbelebung des Diploms beispielsweise, weil ich glaube, das ist eigentlich ein deutsches Gütesiegel gewesen, also im positiven Sinne ein akademisches Gütesiegel gewesen, das man aufgrund dieser Diskussion Vorschläge geopfert hat, einfach weil man sich an diesem US-Modell angelehnt hat. Aber das zieht sich auch noch weiter, also wenn man anguckt, was zum Beispiel so für Stiftungsmodelle und Stipendienmodelle entwickelt worden sind, die tragen sollten, das hat alles nicht funktioniert und das sind alle schöne Konzepte auf dem Papier geblieben, aber eigentlich, es hat den Studierenden nicht genützt, es hat zum Schaden der Universität sich ausgewirkt, weil man Universitäten einfach versucht hat, zu Wirtschaftsunternehmen umzumodeln, also das heißt zum Beispiel, der Unirektor heißt eigentlich laut Universitätsgesetz Vorstandsvorsitzender und der Hochschulrat in Tübingen heißt Aufsichtsrat. Ja, und es ist eigentlich sehr klar, wie dieses Modell aussehen soll. Okay, dann würde ich hier an der Stelle...